Hallo, liebe Radio-Freaks! Yeah! Yeah! Oh je! Yeah. Hör bloß auf! Hör bloß auf! Heute geht es in dem Video um 1000 Problemstellen. Ich habe 1000 Problemstellen. Es ist sonnig. Gleich komme ich in die Sonne rein. Yeah! Herrlich sonnig. Und ja, 4 Grad, 4, 5 Grad haben wir noch. Ich habe tatsächlich vorgestern das erste Mal ganz kurz gemäht. Nur die Spitzen habe ich gemäht. Ich habe auf 18 mm das erste Mal hier meine ganz kurz geschnittene Fläche gemäht. Ein paar Szenen hat meine Frau gemacht. Oh, herrlich. Ja, nur die Spitzen gekappt, so ein bisschen die Wurmhaufen platt gedrückt. Die müssen jetzt erstmal sich beruhigen, die Würmer. Meine Freunde, die Würmer. Und dann geht es hier richtig los. Ja, lieber Rasenfix, das ist sie, die Südkante. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon nicht schlecht aus. Feines Gras hier am Dominieren. So, ich hoffe, man sieht so ein bisschen auf dem Video. Das ganz, ganz feine Gras, die ganz feinen Helmchen. Da, die ganz feinen Helmchen dominieren hier tatsächlich die Festuca. Ich meine, wenn ihr nochmal hier Disturbance-Theorie euch angucken wollt, das ist natürlich das Gras der Stunde gegen die Poanua. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wurmhäufchen. Ohne Ende. Nochmal rüber bürsten wäre nicht schlecht. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen Baustellen. Das ist hier die wichtigste Baustelle. Wir haben ja hier den Gussasphalt 4 cm raufgesetzt auf unser altes Pflaster. Jetzt haben wir eine Kante von 4 cm und der Rasen muss unbedingt jetzt hier auf eine Ebene, damit ich hier schön vernünftig rausfahren kann auf die Rasenfläche. Das heißt, ich werde ungefähr hier so viel hochnehmen müssen. Mit Mutterboden unterfüttern und dann hier ranziehen. Es ist halt nicht viel, aber es muss gemacht werden, unbedingt. Dann wollen wir hier im gleichen Zuge hier diesen Wulst hier vom Wall abflachen, so von dem Busch oben. Soll das hier so ganz gleichmäßig schräg bis zum Asphalt runterlaufen. Das heißt, dieser ganze Mutterboden, der muss jetzt hier abgetragen werden. Nehmen wir gleich ein bisschen, um hier zu unterfüttern und auch noch die anderen Stellen zu unterfüttern. Ja, muss dieses ganze Zeug muss erstmal hochgerissen werden. Geht doch. 1000 Baustellen. Das nächste Riesending ist dieser Verteilerkasten. Dieser Verteilerkasten ist komplett abgesoffen mit den Ventilen. Wenn es so viel Regen gibt, dann läuft das Wasser hier zusammen und überflutet hier die Kiste. Ich muss diese Kiste ein ganzes Stück höher setzen. Das heißt, ich muss hier nochmal alles aufbuddeln, die Leitungen verlängern, die Kiste hochsetzen, vielleicht sogar ganz hochsetzen und mache hier so einen Holzkasten. Aber das geht nicht. Also es ist alles hier verdreckt, verschlammt. Ich muss die ganzen Leitungen spülen, weil die komplett verdreckt sind. Ein Drama. So, nächste Baustelle. Dieser Sprenger ist ein bisschen zu hoch. Den habe ich schon einmal mit dem Rasenmäher kaputt gefahren. Also der muss nochmal ausgebuddelt werden, ein bisschen tiefer gesetzt werden. Da habe ich unten auch den Anschluss zu tief reingedreht. Dadurch ist der MP-Rotator ein bisschen rausgedrückt. Da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen blöden Hunter-MP-Rotatoren. Dann natürlich auch hier, das muss alles noch angeschüttet werden. Ich will auch die Metallkante wieder rausnehmen, die war nur zum Abschluss. Die kommt wieder raus und da muss hier das angeglichen werden. Hier vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, das lasse ich auch so, Mutterboden hier rein, hier angehoben, damit das hier einen schönen Übergang gibt. An ganz vielen Stellen muss ich das auch noch machen. Okay, dann haben wir hier noch eine Baustelle. Hier habe ich jetzt den Leitungsstrang hier an diesen Kreis angeschlossen. Hier ist noch ein offenes Ende.
Das war alles auch mit Wasser vollgelaufen, aufgrund dieser unfassbaren Regenfälle in den letzten Wochen. Völlige Überflutung hier im ganzen Land. Die ganzen Flüsse sind über die Ufer getreten. Das muss also auf jeden Fall noch hier gemacht werden. Schön mit Sand gefüllt werden, abgedichtet werden, natürlich vorher gespült werden. Und dann können wir das hier auch wieder schön machen mit dem Beet. So, dann natürlich die Riesenbaustelle Abschlag. Da muss ich eine Ringleitung für die Bewässerung einbauen. Da muss ich natürlich noch den Mutterboden auffüllen, glatt ziehen. Da muss eingesät werden und so weiter. Ich will noch um den Bambus herum, da um den Bambus herum, da will ich noch die ganzen Steine wegnehmen. Ja, hier hatten wir ja richtig viel Granulat, ganz viel Steine um den Bambus herum geschüttet. Das will ich alles noch rauspulen. Das kommt dann nach drüben und das soll dann hier mit Mutterboden schön gleichmäßig bis an den Bambus rangezogen werden, damit das eine möglichst große, schöne Rasenfläche gibt. So, lieber Rasenfix, laufen wir mal rüber auf die andere Seite, auf die Ostseite. Und, ach ja, nee, hier. Hier, nee, nee, das Grün. Das Grün ist eine Riesenbaustelle. Moment, hier habe ich ein unfassbares Moosproblem. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also, das ist Wahnsinn. Gerade hier auf der kurzgeschnittenen Fläche. Meine schöne Puttingfläche, mein kleines Grün, komplett vermoost. Das glaubt man nicht. Also ich habe hier tatsächlich irre Verdichtungsprobleme in, ich sag mal so 30 cm Tiefe. Hier will ich Löcher bohren, möglichst 1 Meter tief mit schönem gewaschenen, getrockneten Sand füllen. Habe ich alles noch nicht, kein Sand, gar nichts. Aber das muss hier unbedingt saniert werden. Er ist ja nicht groß. Ich habe ja diesen langen Bohrer mir gekauft. Ja, den muss ich noch abdrehen. Weil 30 mm Durchmesser ist mir einfach zu groß vom Loch. 20 mm Durchmesser, Löcher, 20 mm Durchmesser, Loch an Loch, hier tief rein. Die ganze Fläche muss trockengelegt werden. Wir haben halt hier eben unten den verdichteten Untergrund. Hier sind die LKWs rübergefahren, um hier am Haus den Sand anzuliefern. Und das haben wir niemals tiefgründig aufgelockert und das ist durch diesen extrem feuchten Winter dieses Jahr hier an dieser Stelle tatsächlich richtig krass. Richtig, richtig krass. Ich kann ja mal hier mal reinstechen. Das ist noch eine gute Idee. Gucken wir uns das noch mal an hier. Das ist hier ein wirklich netter kleiner Profilspaten von Sportman. Werbung, Achtung. Der ist wirklich cool. Und hier gehen wir jetzt mal genau in diesen Moosbereich. Ist relativ weich. So. Jetzt drehen wir um, dass das auch wirklich gut kommt. Nein, so. Sonne. Zack drauf. Achtung. Auf. Ja. Hier unten sieht man Eisenoxid, so ein braunes Oxid. Und hier oben ist eine schöne, gleichmäßige, sandige Fläche. Hier unten ist er auch relativ schwarz, auch hier. Die Wurzeln, nur mal so am Rande, ne, gucken hier unten raus. Also die Wurzel, das Wurzelwerk ist auch nicht schlecht. Wir brechen es mal ein bisschen raus. So, hier die Wurzeln. Ja. Oh, das ist alles bestens. Also die Wurzeln sind richtig tief hier unten. 15 cm. Alles gut. Ja, das ist so viel Filz. Dann ist es hier einfach, obwohl es gut gesandet ist. Also,
Manchmal versteht man es ja nicht. Zack, geht er rein. Manchmal versteht man es nicht. Denn so ein Moosbefall, das ist unglaublich. Habe ich euch dieses wunderschöne Moos eigentlich schon mal gezeigt? Wunderhübsch. Habe ich es jetzt? Wunderhübsches Moos. Cool. Gut, nächste Baustelle. Gehen wir also rüber auf die andere Seite. Ja, jetzt haben wir hier noch eine Riesenbaustelle. Und zwar, ich muss jetzt hier 4 Bretter wegnehmen, weil ich einen weiteren Leitungsstrang hier rauslegen will und hier für die hintere Fläche eine eigene Bewässerung machen will. Und das wird noch lustig. Ich muss hier seitlich an den Kästen vorbei den einen Strang hinten zu dem Verteilerkasten umlegen und dann den Ventilstrang, den blauen Kreis, den muss ich dann hier rauslegen, im Graben buddeln, hier auch eine Ringleitung einbauen, um hier die hintere Fläche zu bewässern, um gleichmäßig Druck auf allen MP-Rotatoren zu haben. Ich habe ja ein bisschen wenig Druck drauf, das heißt, ich kann nur maximal so 4 Rotatoren an einen Kreis anschließen. Das würde ich am liebsten zuerst machen, dass wir hier erstmal hier diese ganze Anlage umbauen. Dann kann ich spülen, dann kann ich hier die Fläche fertig machen, also die Leitungen einbuddeln. Ja. Irre. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Last but not least, heißt das so? Nicht zuletzt haben wir hier natürlich noch eine Riesenbaustelle. Hier soll jetzt eine kleine Beetanlage für meine Frau hin. Wir haben ja ihr Beet da weggenommen. Also hier kommt das Beet hin, das neue, wo sie so ein bisschen Erdbeeren, Gemüse und so weiter, Kartoffeln vielleicht anpflanzen kann und will. Also das wird Beet. Hinten bleibt der Rasenstreifen rüber. Hier bleibt natürlich, kommt natürlich auch überall Rasen hin. Das muss alles noch gemacht werden. Hier müssen die ganzen Steine raus. Hier muss noch mal das Unkraut bekämpft werden. Und hier wachsen die süßen einzeln so süße kleine Krokusse. Das muss ich euch auch aus der Nähe zeigen. Das ist die Wonne. Ja, Freaks, das war soweit mit dem kleinen Rundgang hier. 1000 Baustellen beim Rasenfreak und mit dem süßen kleinen Krokus. Leinchen, auch Krokuschen, mit dem süßen kleinen gelben Krokus hier zum Abschluss. Cool, dass ihr dabei seid, cool, dass ihr den Rasenfreak schaut. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Und ja, ich zeige jetzt vielleicht noch die erste Aktion. Nämlich, ich will unbedingt mit dem Durchgang jetzt anfangen. Da muss jetzt ein Übergang her. Da fahre ich rein und raus, da muss jetzt Attacke gemacht werden. Oh, das könnt ihr vielleicht noch angucken. Aber sonst bis zum nächsten Video. Tschüss. Nein, 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 Schatz. Wir haben das doch besprochen. Ich möchte den ganzen Wall hier abschrägen. Das haben wir doch besprochen. Dass wir hier ganz schräg rumlaufen. Ach so, dass er flacher wird. Dass wir hier schräg hochlaufen zum Busch. Dass wir den ganz abtragen. Da ist er ja schon schön flach. Ja. Diesen ganzen Buckel. Also der soll... Also will ich das alles, das obere will ich wegreißen und die Erde darunter wegbuddeln. Also hochreißen musst du es, nicht wegreißen, hoch. Weil wegreißen kannst du ja nicht, du musst dich da so hochziehen. Ja. Aber das geht ja. Ich dachte zu zweit. Das kriegen wir nicht. Da reißen wir uns den Rücken kaputt. Nein. Deswegen wollte ich das hier so einschneiden. Mit der Heckenschere. Kannst du ja versuchen. Aber das ist jetzt die Frage, ob man das überhaupt lose kriegt. Und wenn wir da jetzt, wenn du mit der Grabegabel, warte mal, ich hole mal eine. Nein, das wurzelt nicht tief. Das sitzt ganz locker. Das ist richtigerweise, wie du sagst,
nur verfilzt. Guck mal, das liegt nur oben drauf. Das willst du jetzt abgraben? Das muss weg. Das kommt natürlich weg oben, damit wir da drunter den Mutterboden wegnehmen können. Ja. So, lieber Ramschings, ja, meine Frau und ich sind fertig. Die Kamera war voll. Die SD-Karte war leider voll. Also wir konnten jetzt nicht alles hier in die Zeitlupe reinnehmen. Hier, das ist das Ergebnis. Der Wall ist also schön schräg jetzt hier von uns abgetragen. Und ich kann jetzt mal rumkommen. Ich glaube, es ist ganz cool geworden. Vielleicht machen wir hier noch einen kleinen Graben, dass wir hier wieder, wenn wir jetzt hier angehoben haben, hier wieder eine Kante haben für den Rasen. Das soll es gewesen sein, endgültig mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.